Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Meine Reise quer durch Österreich geht aktuell weiter. Es geht ab nach Sölden. Ich bin direkt von Kärnten rübergefahren und habe dabei auch nicht die Autobahn gewählt, sondern die Landstraße. Das war eine richtig, richtig coole Strecke. Am Großglockner vorbei, am Bikepark Liens vorbei. Wirklich wunderschön. Ich habe jetzt noch ein bisschen was vor mir und bin so schätzungsweise in einer halben Stunde in Sölden. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder von der Fahrt, damit ihr mal sehen könnt, wie schön es da war. Und dann melde ich mich zurück, sobald ich im Hotel bzw. in unserem Apartment eingecheckt habe. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem ganzen Video und ich sage einfach mal bis gleich. Was geht? Geht! Du musst hier rechts runterdrehen. Okay. Guten Tag. Das ist übrigens der Jean-Luc. Hallo Jean-Luc. Grüß euch. Ja, schöne Bude haben wir hier. Oder war das Beste an dem Ganzen? Schaut euch mal den Ausblick an, wir haben ja eine riesen Terrasse. Und hier geht der Trail her, wie ihr sehen könnt. Ja, da geht die Gigijochbahn hoch. Hier ist direkt ein Trail. Das heißt, wir haben es nicht weit. Perfekt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Fahrrad zu fahren. Richtig Bock. Es hat geregnet. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin noch ein bisschen müde. Wir haben 8 Uhr in der Früh und es hat leider ein bisschen geregnet in der Nacht. Ist aber eigentlich nicht schlimm. Ich finde das ja gar nicht so schlecht, wenn die Trails so leicht feucht sind. Dann hat man mehr Grip. Ich habe auf jeden Fall unfassbar Bock zu fahren. Richtig Bock. Richtig, richtig Bock. Bike Republic Sölden. Oh, ich will fahren, ey. Richtig, richtig geil, Mann. Hier vor der Haustür bei uns direkt, also hier entlang läuft direkt die Habelein. Das heißt, wir können eventuell mit der Gigijochbahn ganz hochfahren und einfach die blaue Line runterfahren und können quasi den Trail hier im Garten beenden. Richtig, richtig Premium. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Wir frühstücken jetzt, machen uns jetzt hier schnell fertig und dann sehen wir uns auf dem Trail gleich. Viel Spaß. Ja, Leute, wir sind jetzt 10 Meter gelaufen und stehen am Trail-Eingang. Und kurz zur Info hier. Nochmal, das ist Jean-Luc. Mit Jean-Luc war ich das erste Mal in meinem Leben im Bikepark Winterberg. Und jetzt hat er ein nagelneues Windrift in der Farbe, die ich auch kriege, der Sack. Und Jean-Luc ist absoluter Anfänger. Deswegen werden wir hier alles ein bisschen entspannter angehen lassen. Wir können jetzt von hier aus zur Gigijochbahn runterfahren und direkt einen Trail mitnehmen zum Warmfahren. Perfekt. Und du fährst vor, damit ich dich im Blick habe. Mach in dem Tempo, in dem du meinst. Und wenn du was zu krass findest, steigst ab und schiebst das Stück. Ganz entspannt. Ist hier kein Wettrennen. Hauptsache Spaß haben. Das ist das Herrliche. Jetzt fahren wir am Apartment vorbei. Ja, hier wohnen wir. Weltklasse. Oh, da macht schon wieder so viel Bock, schon wieder in den 10 Metern, ey. Ich raste aus, wie geil das hier schon wieder ist, ey. Ja, man kann jetzt nicht behaupten, dass die Aussicht hier schlecht ist, ne? Oh Mann, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das Mountainbiken ist einfach nur geil. Es macht so unfassbar Spaß schon wieder. Boah.
Das ist auch, das habe ich viel von Sölden gehört und gesehen, dass hier immer so geile Holzelemente sind. Das ist jetzt hier übrigens die Lettenline. Die können wir quasi jeden Morgen fahren, weil unser Apartment oberhalb liegt. Das ist natürlich wirklich perfekt, um sich einzufahren. Wie ihr ja unschwer hören konntet, hatte ich an diesem Tag ziemlich viel Bock, Mountainbike zu gehen. Ich meine, eigentlich habe ich immer Bock, Mountainbike zu gehen, aber an dem Tag war es halt wirklich besonders viel. Deswegen habe ich es auch so oft erwähnt. Ich musste das irgendwie zum Ausdruck bringen. Das Wetter war super, das Apartment war perfekt, einfach die Lage unfassbar. Ich war einfach im Paradies. Und ich hoffe, das kann ich so ein bisschen rüberbringen. Boah, ist das geil. Schön, schön, schön. Vielleicht sollte ich hier nicht übertreiben, erste Abfahrt und so. Ach, geil. Schön. Kurze Erklärung, wir sind jetzt mit der Gigioch-Bahn-Gondel nach oben gefahren und fahren jetzt die Habelein, die bei der Sonnenalpen-irgendwas-Restaurant-Dingens, ihr wisst schon, endet. Und ich glaube, da werde ich auch das Video schon beenden, weil es sonst einfach zu lang wird. Und mache dann aus der Gahelein weiter unten einfach ein neues Video, was ihr dann nächste Woche seht. Aber ich werde mich dann gleich nochmal melden. Ich fahre jetzt den Trail hier mal ohne Gerede, damit ihr den Raw-Sound habt. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, ich halte jetzt meinen Mund und ich gebe euch den Raw-Sound, aber Leute, guckt einfach bitte dieses Panorama an. Also, das ist wirklich unbeschreiblich gewesen. Die Line an sich ist eigentlich gar nicht so wirklich spannend, außer dass halt, ich muss sagen, der Trail an sich ein bisschen schmal ist gelegentlich und es halt doch schon an den Seiten relativ steil runtergeht. Aber ich meine, guckt euch einfach mal dieses Panorama an. Also, besser geht's einfach wirklich. Panorama. An solchen Tagen lernt man einfach mal wieder wertzuschätzen, was man eigentlich alles hat und dass man den Sommer genießen sollte. Ich meine, nach dieser ganzen Corona-Pandemie und alles drum und dran, auch wenn wir noch nicht aus dieser Pandemie raus sind, aber wir haben ja jetzt wieder ein paar Freiheiten bekommen und einfach mal mit einem guten Freund bei gutem Wetter in Sölden Fahrrad fahren, einfach mal genießen. Es war einfach unbeschreiblich. Jetzt springt das schon. An dieser Stelle lasse ich euch noch mal ein paar Fakten zu Jean-Luc da, weil den werdet ihr in den nächsten Videos auf jeden Fall noch mehr sehen. Jean-Luc und ich waren quasi
vor einem Jahr das allererste Mal zusammen in einem Bikepark in Winterberg. Wir sind schon ewig befreundet, aber wir haben halt erst vor einem Jahr gemerkt, dass wir beide so eine Vorliebe fürs Mountainbiken haben. Und ja, nach 2-3 Besuchen in Winterberg hat sich Jean-Luc dann leider durch einen Sturz relativ stark verletzt, hat sich dann auch direkt dafür entschieden, sein altes Trailbike zu verkaufen und war dann letztendlich von September 2020 bis eben genau zu diesem Tag heute einfach raus. Also er war fast für 10 Monate nicht mehr auf dem Fahrrad und ja, hat das Springdrift neu bekommen, die erste Abfahrt quasi mit mir jetzt hier gerade live gemacht. Und bitte erwartet hier nicht, dass wir irgendwelche krassen Sachen machen oder Backflips oder so. Darum geht es hier auf diesem Channel auch einfach gar nicht. Klar will ich das mal irgendwann können, aber ob wir das schaffen, sei mal dahingestellt. Also genießt einfach den Ausblick und das Video. Einfach durchfahren. Sagte er und klemmte fest. Nice. Wir sind jetzt hier bei der Sonnenblickalm. Sonnenblick heißt sie nämlich. Tut mir leid, wenn ich es gerade falsch gesagt habe. Auf jeden Fall, wir sind jetzt vom Apartment aus die Lettenline runtergefahren, damit der Gigijochbahn nach oben und jetzt die Habelein gefahren und müssen jetzt schon unsere Getränke auffüllen. Und ich glaube, dass das Video zu lange wird, wenn ich jetzt noch die komplette Garline mit reinpacke. Deswegen sage ich es einfach mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und vielleicht sogar noch ein Abo da. Es werden in den nächsten Wochen sehr viele Söldenvideos kommen, weil ich irgendwie Zeit überbrücken muss, weil ich leider im September operiert werde und einige Zeit aussetzen muss. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen was vorproduzieren. Ihr werdet dann in nächste Woche die Garline komplett sehen. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, die gleich runterzufahren. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und vielleicht sogar noch ein Abo da. Es wird mir eine Riesenfreude machen, wenn der Kanal hier wächst und größer wird. Und wir sehen uns dann einfach nächste Woche Sonntag in meinem nächsten Video wieder, dann auf der Garline. Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund. Macht's gut und bis dann. Ciao.